Hallo und willkommen zurück hier bei, ach, wie heißt es? Natürlich Samurai Warriors 4 Empires. So, Punkt. Und es gibt ein paar Neuerungen. Ihr seht, draußen ist Winter. Viel Schnee. Alles kalt. Scheiße ist's. Und wir sind hier ohne Wände. Mitten im Winter. Aber, was ich meine, sind. Es gibt hier noch einiges Neues zu klären. Denn ich habe ein paar Sachen für umsonst runterladen können. Also wer das Spiel hat, kann auch ein paar Sachen für umsonst abgreifen. Nämlich zum Beispiel ein paar Banner. Wir haben ja hier den schönen Carpador. Carpador! Aber wir haben jetzt neue. Und die müssen hier. Oh, ganz unten. Ein Wildschwein. Ein Hund. Ein Hahn. Ein Affen. Ein Schaf. Ein Pferd, eine Schlange, ein Drache, ein komisches Hasenvieh mit einem Kimono, ein Tiger, ein Ochse, ein Puh, ein Ratten und ja, den Scheiß, den wir freigespielt haben. Und wem es aufgefallen ist, das sind natürlich die ganzen Jahrestiere, so gesehen. Wir haben ja jetzt Jahr des Affen, wenn ich mich nicht irre. Also wäre das der hier mit seinen komischen Apfel-Birnen-Tomaten-Dingern, Pfirsichen. Keine Ahnung, was der da hat. Egal. Da oben hängen jedenfalls auch Trauben. So. Aber, Affen sind doof. Ich finde die Wildschweine super. Deshalb nehmen wir jetzt einfach mal die Wildschweine. So, was bringt uns das eigentlich? Der Reiß und die Truppenstärke werden erhöht. Das ist gut. Aber ich mag Schweinchen. Oink, oink. So, dann gucken wir mal. Katsuie. Unser alter Wookie möchte die Strategie erhöhen. Ist vielleicht ganz gut. Aber erstmal gucken, was unsere anderen wollen. Nee. Der will nur wieder Leute anstellen. Unsere Poyo möchte wieder an den Reisfeldern was ändern. Ist bestimmt ganz gut. Aber hier, eine neue Taktik. WLAN möchte eine neue Technik. Und das machen wir doch. Denn für Techniken ist WLAN immer gut zu haben. In letzter Zeit habe ich eigentlich Probleme mit meinem WLAN. Immer bricht das Internet ab. So ein Scheiß. Egal, WLAN, änder was dran. Bitte. So, Poyo, das Reisfeld wird gemacht. Hier. Ja, natürlich, nicht nein. So. Ein guter Herrscher sagt nur Nein, wenn es auch berechtigt ist. Nicht wahr? Nein. Ja. So. Und wir haben ja den Gracia-Clan. Haben wir ja Rache geschworen. Die sind unsere Nemesis. Aber so eine Nemesis ist ja anscheinend auch was Gutes, wie man in dem letzten Event gesehen hat, zusammen mit Gracia. Und bei uns geht alles den Bach runter. Poyo ist immer noch gut drauf, aber Kenyo schwächelt. Deshalb kommt der gute Takage und löst ihn ab. So, hier unser WLAN schwächelt. Wie schon gesagt, in letzter Zeit habe ich ein schwaches WLAN. Und das merkt man auch hier drin. So. Hidekane kommt rein. Und was ist hier mit Jokey? Jokey muss auch raus. Dann werden unsere ganzen Stammleute werden in den Urlaub geschickt anscheinend. Masahiro ist wieder ein bisschen fit, aber der mag den Yoshiharu nicht. Ja, beruht auf Gegenseitigkeit. So, Yoshihide Shida. Kann man machen. So, unser Wookie muss auch raus. Der schwächelt auch schon. Ah, wer kann denn da rein? Wer kann denn da hinein? So, du kommst rein. Und von euch. Ach, oh! Ach nee, Taka ist er schon woanders. Aber der hat echt gute Power. So, Poyo möchte anscheinend gern in die Strategie rein, warum auch immer. Gut, soll sie ihren Willen kriegen. Anpu bleibt bei mir. Der wird auch seines Jobs nie müde. Oh, und jetzt ist es ja passiert. Anpu
hat so gesehen Urlaub. Deshalb wünsche ich dir einen guten Urlaub, Anpu. Hast ihn dir verdient. Also jetzt außerhalb meines Hofs, meines, des Hide-Clans. Ich meine, auf YouTube. So. Unser guter Hide-Kane, der möchte unsere Waffen mit Erde verstärken. Das ist neu, das nehmen wir. Neu ist immer gut. So. Truppen werden verstärkt, oder? Nee. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was ich hier überhaupt mache. Anpu, sag mir, was ich machen soll. Nee, hier. Du willst nur in den Minen arbeiten. Immer in den Minen arbeiten. Ach. Nee, komm, so, hier. So, jetzt haben wir in den Minen gearbeitet, aber haben auch noch unser Einkommen ein bisschen für die Zukunft erhöht. Und jetzt haben wir genug für einen Kampf? Anpu sagt noch nicht. Aber Gracia wird angegriffen. Das ist doch unser Gegner. Oh, wenn der Arsch unsere Nemesis wegschnappt. Denn ist aber Polka angesagt hier. Und damit meine ich nicht die lustige Polka. Die Hahaha-Polka. So. Wen würde ich denn gern mal mitnehmen? Ich glaube, es wird wieder Zeit für Poyo. Für Anpu. Für Katsuie. Katsuie möchte gern mit Koma. Kommt rein, okay. Toshi hier, der kann auch gut mit Katsui. Ach du Scheiße. Die haben ja echt viele Truppen. Die haben ja verdammt viele Truppen. Oh. Können wir uns das überhaupt leisten? Ja, ich glaube, das können wir uns leisten. Dann packen wir halt alles voll. Leute, alle mal rein hier. So, jetzt haben wir mehr als die. Und wir holen uns noch Verstärkung, den guten Masahiro. Und Jokane. Ja, kein. Oh. So. Jetzt haben wir, was, wie viel? Um die 200 Leute mehr. 208 Leute mehr haben wir als die. Und jetzt werden wir uns am Anfang noch ein paar Taktiken reinpfeifen. Beziehungsweise Katsuie wird mit Koma irgendwas anderes anstehen. Ja. Er sagt, wir dürfen uns keine Fehler erlauben in diesem Kampf. Das ist richtig. Ach, aber Koma sagt, ja, selbst wenn ich Angst habe, an deiner Seite zu kämpfen, das bringt mich in Sicherheit, mehr oder weniger. So, und sie sind Freunde. Das ist wunderschön, das hebt doch bestimmt ein bisschen die Moral für den Kampf. Ach, schön, Freundschaft. Und wir kämpfen heute mit Poyo. Das heißt, es wird wieder Zeit für Dance Gushas Action. Aber erstmal kommen die Battlefield. Ach, wir haben nur. Na, das ist ja ziemlich einseitig. Gut. Nur die Joke Formation. Die Witzformation. Nur anders geschrieben. Egal. So. Dann hauen wir das noch rein. Dann wird unsere Musu-Leiste schnell gefüllt. Das heißt, es ist richtig wichtig. Richtig schöne Dance Gushas Action. Aber wo kann ich denn hier eigentlich meine Waffen ändern? Das, Anpu hat doch zum Beispiel eine neue gekriegt. Das muss ich doch. Oder. Ach nee, der hat die automatisch ausgerüstet. Ja, dann. Dann ist ja alles gut. Sehr schön. Die rüsten das alles automatisch aus. Die nehmen schon das Beste vom Besten. Denn so gehört sich's auch. Man geht nicht mit stumpfen Waffen in den Kampf. Ne? So, Pferd! Nicht ihr Pferde, mein Pferd! Oh. Ja! Wir haben den Vorteil, dadurch, dass der Gegner eine Formation hat, die dem Schere-Stein-Papier-Prinzip uns unterliegt. Das ist gut, das ist wunderbar, das ist toll! Witness my Brillanz. Das ist richtig. Dann wirst du halt schnell getötet. Und wir staunen. Boah. Dance Gushas. Hier, jetzt kommen sie. Wupp. Takadadidadadada. Das ist richtig, Poyo. Weiter so.
Aber ich werde bei mir mal den Ton ein bisschen runterstellen. Ich höre mich selbst ja gar nicht. Oh! Ah! Leute, lasst mich in Ruhe. Ich will Leute töten. So. Wir haben noch 10 Minuten Zeit für diese Belagerung. Wir haben bisher nur eine Festung eingenommen. Anpu! Ist schon fleißig daran, die nächste einzunehmen. Das ist gut. Oh, Keiji. Keiji Maeda. Der ist böse. Den müssen wir schnell loswerden. Mit geballter Potato Club Power. Das ist die Club Power. Ja, jetzt renn doch nicht weg, Kollege. Kollege! Du feige Sau! Lass dich von der Poyo endlich mal verkloppen. Ganz ordentlich. So, bumm. Okay. Sehr schön. Oh, ein Mann mit einem Baumstamm. Oh, da ist er tot. Es hängt also doch nicht immer an der Länge, nicht? Liebe Männer. Die Länge macht's nicht immer. Aber immer öfter. Nicht wahr, Ampu? Ja. Ja, hier wird wieder rumgeschrien, denn die Asiaten, die können ja nur schreien. Denn wenn sie schreien, kommen sie in Wallung. Und wenn sie in Wallung kommen, dann kämpfen sie besser. Und wenn sie besser kämpfen, dann nehmen sie Japan für sich ein. Oder für mich. Je nachdem. Wäre ganz schön, wenn ihr das für mich einnehmen könntet. Und ich bin mal gespannt, in dem Vorgängertitel, also Samurai Warriors 2 Empires, ich glaube, es gab keinen 3 Empires, Samurai Warriors 2 Empires, da konnten noch Revolutionen ausgerufen werden. Das, wir haben ja unser Strategielager, da ist gerade die Poyo neu drin. Und das Strategielager kann so kleine Revolutionen anzetteln. Das heißt, wenn wir Pech haben, wenn wir uns nicht gut um unser Reich kümmern, dann werden sich die Leute auch da wieder erheben und sagen, Hide ist scheiße hier. Ich nehme mal dieses Land, was du mir gegeben hast, und mach damit, was ich will. Scheiß auf deine Führung, nicht? Ja. Und dann gucken sie doof. Denn damit hat der Hide dann nicht gerechnet. Dass dann einfach so ein Arsch kommt, dem man vertraut hat, dem man einen Teil seines Landes gegeben hat und dann sagt, mach ich nicht. Lass mich in Ruhe. Okay, das können wir nicht einnehmen. Schade eigentlich. Dann müssen wir zu Ampu switchen kurz, damit der hier was einnimmt. Oh, hier ist ja ein Gegner. Ich meine, hier war ein Gegner. Der ist jetzt tot. Anpu. Ja, Hide, der ist gerade an einem Punkt, wo er was einnehmen kann. Poyo bleibt mal schön da. Das ist eigentlich ganz gut. So. Hi! Anpu kümmert sich um das. Und ich werde meinen fetten Arsch auch mal bewegen. Zusammen mit unserem Wookie. Und hier eine Base versuchen einzunehmen. So. Es soll Gold regnen. Los! Regne! Wunderschön! Aua! Wunderschön, wunderschön! Okay. Und, ich glaube, ihr wisst es noch nicht, aber die gute alte Poyo ist ja Speedraw, Let's Draw, wie auch immer man es nennt, ich habe davon keine Ahnung, Expertin. Und die arbeitet derzeit an einem schönen Bild zu unserer kleinen Potato-Bande. Aua, ey. Zu unseren Warriors, die hier das ganze Land einnehmen wollen. Und das heißt, wenn dieses Bild fertig ist, oh, ich freue mich schon total drauf. Und wenn das Bild fertig ist, dann wird das olle, alte Thumbnail, was wir hier, wo ihr jetzt draufgeklickt habt, das, wo Glumanda und der Kuhkopf und die Kartoffel drauf ist, die werden dann ausgetauscht gegen das neue Bild. Das Freshe. Das Schöne. Hoffentlich Schöne. Ich habe da schon ein paar Sachen von Poyo gesehen. Die hat mir da schon ihren Fortschritt gezeigt. Und ich finde es super. Das wird wunderbar.
So, okay, das haben wir eingenommen. Das heißt, wir können zu Ampu switchen. Der nimmt dann das nächste ein, so. Und wenn der das eingenommen hat, dann switchen wir zu Poyo, die das andere, wo sie schon bereit steht. Oh, Keiji. Natürlich, Keiji. Du Arsch. Jetzt kommt die super Anpu Power zusammen mit Koma. Kollaboration. Und da war wieder der fragende Kuhkopf, der gar nicht so wirklich weiß, was hier abgeht. Aber egal. Anpu Power. So, schnapp dir dein Pferd, bitte. Danke. So. Poyo, auf geht's. Der Weg ist jetzt geebnet. Jetzt kannst du das endlich einnehmen. Und dann machen wir das auch, ne? So, Anpu, du gehst schon mal. Nein, 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 das wollte ich nicht. Ah, Steuerung. So, Anpu, du sollst natürlich hier hingehen. Hide, du machst dich auch mal nützlich. Und gehst dahin zusammen mit... nee, nicht mit Toshihide. Toshihide hilft mal Anpu. Und der Wookie hilft dem Hide. Auf das der Herrscher auch mal etwas hinbekomme. Nicht wahr? Ja. Soll ja nicht ganz nutzlos sein, der Typ. Und den ganzen Tag nur auf dem Arsch sitzen. Und sagen, hey Leute, macht mal. Nicht wahr? Ja. Sehe ich aus. Ich bin nutzlos. Jedenfalls im Kampf derzeit. Das regelt alles die Poyo für mich. Und der Anpu. Und Kenyo ist, glaube ich, gar nicht im Kampf dabei, oder? Ist Kenyo dabei? Da ist er ja. Der ist als Verstärkung dazugekommen. Oder nee, Masahiro kommt noch als Verstärkung. Wo bleibt meine Verstärkung eigentlich? So, Kinas. Jetzt geht's ab. Jetzt sagen wir mal All Charge. Und das heißt, jetzt gehen alle. Aber wirklich, alle. Auf das letzte verbleibende Lager. Bong. Und wenn ich alle meine, Anpu, dann meine ich auch alle. Also beweg deinen Arsch. Weg davon. Hierhin. So, bitte. Anpu Power. Nee, Poyo Power. Die Poyo Power. Dann Scooters. Super toll. Hier ein Wirbelsturm fegt sie dahin. Und ich habe meine Taktik, glaube ich, noch gar nicht angesetzt, oder? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie ich das mache. Muss ich das manuell machen? Manuell machen? Muss ich manuell machen? Nee. Doch, hier, so. Ach, ist schon. Alles gut. Ich bin nur wieder ein bisschen doof. Hab länger nicht mehr gespielt, weil... Ist ja so... Ey. Die müssen ja zu bestimmten Tagen raus, die Formate. Und ich würde immer so gern... Würde ich alles auf einem Wisch produzieren. Aber das geht nicht. Wenn ich alles dann ins Archiv packe, sobald etwas länger als ein Monat im Archiv drin ist, dann wird es gar nicht mehr angezeigt, wenn ich es freigebe. Das heißt, ihr seht gar nicht, wenn die neueste Folge rauskommt. Und deshalb muss ich alles immer auf dem letzten Drücker produzieren. Und... Me, retreat, are you kidding? Ja, natürlich, Hide. Natürlich wirst du dich nicht zurückziehen, denn wir haben gewonnen. So, und deshalb ist auch letzten Freitag, glaube ich, keine Folge rausgekommen, wegen zeitlichen Scheiß, der dazwischen gekommen ist. Und dadurch, dass ich alles immer so frisch gebacken rausbringen muss, ist natürlich scheiße, wenn da irgendwas dazwischen kommt. Das heißt, dann ist es nicht garantiert, dass das Video wirklich an dem Tag rauskommt. Und das ist scheiße. Und hallo, wer bist du? Okay. Oh! Da kommt jetzt der Gegner an zu der Poyo und sagt, natürlich bist du zwar ein Feind, aber ich respektiere dich. Ich respektiere dich sehr. Oh. Haben wir etwa mit Poyo jetzt eine Nemesis? Und da zieht er sich zurück. Oh. Eine eigene Nemesis. Oh. Dann werden wir uns bestimmt sehr oft wiedersehen auf dem Schlachtfeld. Denn da, eine Nemesis. Ha! Und Anpu ist der Rivale.
Denn gegen den guten alten Takatoda, der grüne Clan, werden wir noch sehr viel machen müssen. Richtig so. Keiji! Du guter alter wilder Mann! Natürlich bist du bei uns dabei. Und du hast eine Glatze und einen lustigen Bart, deshalb bist du auf jeden Fall dabei. So, Masahiro, bitte gib Acht auf dieses schöne... Nein! Schöne Land. So. Was? Der hat tatsächlich die Grassieren. Okay. Okay. Jetzt, Leute, Leute, ist Notstand. Oh, was geht hier ab? Ja, unser Land wird immer größer. Das muss gefeiert werden, sagt unser Anpu. Ja, Anpu, das ist richtig. Nicht immer hart arbeiten, sondern auch mal auf die Erfolge zurückblicken und feiern. Das ist gut. Und der gute Altide sagt, nee, ich bin noch nicht fertig. Nee, wir müssen weiterkämpfen. Das ist ja wie vertauschte Rollen hier gerade. Mensch, Anpu, bring dem Hide doch mal bei, dass er sich auch mal einen Moment, obwohl ich sitze ja die ganze Zeit nur auf dem Arsch. Ist ja ein bisschen komisch. Egal. So, aber was ich sagen will, es ist Notstand. Wir müssen unbedingt Takatora Todo das nächste Mal angreifen, damit wir Gracia retten können. Denn, geht ja gar nicht, dass er unsere Nemesis einfach selbst erschlägt. Das müssen wir machen, ne? Und, hier sind wieder ein paar Sachen, aber da werden wir einfach nächste Folge mal reingucken, oder? Also, gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir Gracia retten wollen. Bis dann.